muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Jim, ich habe das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Hast du Batmans Schlitten gesehen? Wird das Baby auch gern mal fahren? Hätte nicht gedacht, dass Scarecrow das Zeug dazu hat, das durchzuziehen. Hab mich wohl getäuscht. Arbeiten zusammen? Seltsam. Gefällt mir nicht. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Bewegung! In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann! Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Bleib hier. Ich finde das raus. Zuerst muss ich die Anlage erkunden. Der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten.
nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in T-30 Minuten. Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpelt. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühl mich nicht allzu gut. Das ist ja blöd. Genau. Die größte Operation überhaupt. Was zum... Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv, Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das würdest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Thank you.
Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Ich muss einen Weg finden, das Gas abzudrehen. Es ist toxisch. Mit dem Batmobil kann ich dieses Rohr zerstören. Dafür muss ich es auf diese Seite der Anlage bringen. Ich muss zuerst das Tor öffnen. Dann hole ich das Auto. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu, ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen Sie. Alle zusammen. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen.
kommt schwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm-Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Zum Auto zurück. Es wird angehen. Die Drohnen haben Feindkontakt. Drüben in der Ladebucht. Ich sehe es.
Die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hat keine Zeit verschwendet. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Fährt der Fahrstuhl nicht. Hm.
Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks herbeigeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was Sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die die ganze Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchzieht und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich werde ihn aufhalten, aber erst bringe ich Sie hier raus. Gehen Sie zum Fahrstuhl. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Oh Gott, wir stecken hier unten.